damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang 2. Einen kleinen Moment, ich muss auch die Kopfhörer und so aufsetzen. Und das Fenster zu machen natürlich. Und die Kopfhörer aufsetzen. Und mich erstmal überhaupt wieder richtig hinsetzen. Und den Timer für die Folge neu starten. Moment, so, wunderbar. Und alles wieder ganz kurz richtig hinrichten. So, ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Wenn es nicht allzu lang war, dann habe ich es vielleicht im Schnelldurchlauf in die Folge mit eingebunden. Und wenn nicht, dann habt ihr ja wahrscheinlich das Ende jetzt gesehen. Und wenn nicht, ich habe den Kampf gewonnen. So spannend war das auch nicht. Vorgrim und Kuano sind drauf. Nee, Vorgrim und Jakon sind draufgegangen. Weil manche umgeworfen worden sind. Und dann kamen noch überall Bogenschützen her. Und die müssen wir ja auch noch irgendwie weghauen. Na? Außerdem waren hier hinten noch ganz viele Orks. Aber nichts wirklich Spannendes. Die habe ich noch beseitigt. Ich habe versucht, nicht in die Fallen reinzulaufen. Dann mache ich es jetzt. Ja, wunderbar. Ich konnte hier gerade noch einen aufheben. Irgendwie 6 Stück oder so. Den Kampf habe ich einfach mal mitgenommen. Nicht, dass sie dann später noch mal wiederkommen. Ich konnte hier doch... Ich habe es doch ganz deutlich gesehen. Es war so ein Hand-Loot-Symbol. Org. Wo ist der? Ich hätte gerne so eine Taste wie bei Dragon Age, dass man das hervorheben kann. Dass da steht, Org, looten, hier, da. Na also. Pfeile Silbertaler nehme ich gerne mit. Kann ich gut gebrauchen, beziehungsweise Kuano kann es gut gebrauchen. So, die beiden Oger sind Geschichte. Und nun können wir hier noch einige Orks looten. Ich hoffe, da sind keine gedespawnt schon. Weil es sieht irgendwie so wenig aus, es waren noch mehr. Da unten müssen nur noch Tausende liegen. Aber vielleicht liegen die unter den Ogern und deswegen kann ich die nicht auswählen. Schade. Naja, was willst du machen? Du willst hier lang gehen, ganz klar. Und Schnellreisepunkt Steinbrücke freigeschaltet. Oger, Trolle, ja, die haben es ja echt mit diesen Baumwegsperren an Brücken und großen Gegnern. Oh, Schmetterlinge. Pass auf, die sind gefährlich, die greifen gleich an. Ich kann hier, die können auch nicht hier einfach kurz runterspringen oder da drüber klettern. Das ist echte Vollhelden hier, diese Truppe. Ein wahrer Traum. Muss ich mal ganz kurz schauen. Es gibt jetzt auch nicht mehr allzu viel zu erkunden, kann das sein? Da ist Fluss und ansonsten waren wir ja schon überall. Das ging ja schnell. Wir haben hier einen Schnellreisepunkt, dann gehe ich mal ganz kurz zum Jagdsitz und rede mit den beiden hier. Hättet ihr die Güte, mir kurz euer Ohr zu leihen? Ich habe eine schlechte Nachricht. Natürlich. Was auch sonst. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Was gibt es denn? Mein Jagdmeister hat ungebetene Gäste ausgemacht. Einige Orks haben sich im Revier eingenistet und den hinteren Teil der Ländereien mit einem riesigen Schlagbaum blockiert. Könntet ihr euch darum kümmern? Klar, ich werde alle auf einen Schlag auslöschen. Ich bin den Orks bereits begegnet und habe alle getötet, die ich getroffen habe. Dies ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Sie bedeutet, dass ich die Knechte anweisen muss, den Schlagbaum zu entfernen. Wollt ihr das nicht übernehmen und euch das Gejammer anhören? Ja, so langsam habe ich mich an dein Gejammer ja zwangsweise gewöhnt. Also kann ich gerne machen. Ich kann auch gerne den Baum alleine wegräumen, wenn es dir beliebt. Wenn es deiner Geldbörse beliebt, meine ich damit. Dürfte ich euch mit einer Frage, was die Orks angeht? Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nacht. Ich habe alle Orks diesseits des Schlagbaumes beseitigt. Dies ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Denn sie bedeutet, dass ich, wenn es denn sein muss...
Ich kann den auch gar nicht sagen, ja, ich sag's den Knechten. Möge Firun euch auf der Jagd gnädig sein. Achtet darauf, dass ihr in der Wildnis ausreicht. Nö, aber ich kann ganz erstmal kurz hier, Kuano und so, hat er ja Level Up. Ja. Du hast immer noch den Ring angelegt, genau, perfekt. Talente. Feilschen. Maximum. Was? Du hast doch ein Level Up bekommen. Warum ist Feilschen dann schon auf dem Maximum? Weil sie auf 21 ist. Geht es nicht höher als 21? Na gut. Und wenn ich den Ring ablege? Nee, dann ist auch auf dem Maximum. Schade. Ja, gut, dann kann ich auch gleich verkaufen. Ist der Rest auch egal. Möge Firun euch auf... Und zwar hier die ganzen orkischen Handelsbögen? Was? Nee, wo haben wir's denn? Diese Kompositbögen und was die eigentlich noch alles gefunden haben. Hier 9 Dukaten. Alter, wir werden da reich. Ist zwar sau wenig im Vergleich zu den verbesserten Zweihändern oder was es auch immer war, was ich da geschmiedet hatte, aber immerhin. Man kann sich darüber nicht beklagen. Diese 9 Dukaten und 6 Silber und 8 Heller, die werden unserem Kampf gegen den Zand auf jeden Fall sehr vereinfachen. Also, vereinfachen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ja, sie werden sicher zuträglich und hilfreich sein. Hat er sonst noch irgendwas Interessantes? Nö. Nö. Steineiche kann man, glaube ich, auch noch für irgendwas gebrauchen. Für irgendwelche Pfeile oder irgendwas. Was man auch noch gut verkaufen kann, wenn man unbedingt Geld braucht. Aber kosten entsprechend auch was, ne? Apropos Guano, willst du eventuell, hast du schon? Dann latschen wir nochmal zu den Knechten. Die waren ja hier überall in der Nähe. Und sagen denen, dass sie den Baum wegräumen können, beziehungsweise sollen. Sodass wir das Gebiet weiter erkunden können. Stört mich nicht, ich Faulenze. Leider muss ich aber stören. Der Vogt verlangt, dass der Schlagbaum an der Steinbrücke entfernt wird. Oh nein, das klingt nach Arbeit. Warum trifft es immer mich? Weil du der Erste warst, den ich getroffen hab. Und außerdem bist du ein Knecht, du bist zum Arbeiten da. Du Knecht, Alter. Da war noch einer. Zum Gruße. Was gibt es? Enno von Fardok schickt mich. Die Steinbrücke ist von Orks durch einen Schlagbaum blockiert worden. Dieser soll entfernt werden. Ein Schlagbaum? Na dann mal los. Hoffentlich sind auch keine Orks mehr in der Nähe. Alle, die ich getroffen habe, sind weg. Das kann ich dir versichern. Das waren... Waren das alle Knechts? Knechte? Knechteriche? Knechterinen? Manda... Knechte... Dingen? Was ist euer Begehr? Bitte. Überrascht mich mit einer guten Nacht. Die Knechte wissen jetzt Bescheid und entfernen den Schlagbaum. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr daran wieder auszusetzen habt. Wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich eine Weile dauern. Steht euch also derweil die Beine in dem Bauch oder geht einer sinnvollen Tätigkeit eurer Wahl nach, bevor ihr wieder zu mir kommt. Oh Gott, ich werde sehr gerne nicht wieder zu dir kommen. Unglücklicherweise muss ich euch da enttäuschen. Möge Firun euch auf der... Da gibt's sonst auch nichts Interessantes mehr zu tun. Dann können wir mal schauen, ob die den Schlagbaum inzwischen weggeräumt haben. Natürlich, die waren fleißig. Eine gute Nachricht, der Schlagbaum ist weg. Nee, ist er nicht. Oh, schade. Das, Super. Wo sind denn die Knechte? Soll ich jetzt... Knecht? Muss ich jetzt wirklich warten? Dann gehe ich zur Talaria und räume Sachen in die Kiste. Habe ich wenigstens was zu tun. Ich hoffe, die laufen währenddessen weiter. Wahrscheinlich nicht. Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Der Typ ist jetzt da. Und andere bei diesem Stein. Ja, bei dem Stein ist bestimmt der keinen Bock hatte, weil er so langsam ist. So, was räumen wir weg? Kugeln. Die können wir auch verkaufen eigentlich, oder? Die benutze ich doch eh nicht. Keine Ahnung, wofür ich Kugeln gebrauchen kann. Habe ich denn noch Guanos Degen? Den nehmen wir mal mit, dass Guano wenigstens etwas für den Nahkampf hat.
Falls er mal wieder angegriffen wird, dass er nicht weglaufen muss. So, Pfeile. Müssen wir noch genügend haben. Die Bücher kommen weg, die haben wir durchgelesen. Rostige Nägel, Diamantstaub, die ganzen Zutaten und Handwerksingredienzen und alles. Fellfetzen, die können wir eigentlich auch verkaufen. Warum habe ich denn die nicht verkauft? Wildschweinzähne kann ich auch verkaufen. Sehnen. Kieferzangen. Vielleicht unserem Wildschweinfell ist eine Zutat. Krötenstimme, Wolfspfote kann ich verkaufen. Wolfsfell kann ich verkaufen. Kanschines, das behalten wir. Pfeile, Schleifstein, Salbenfett, Kugel, Kuanusdegen. Na? Pfeil, Pfeil. Ausdauertrank, Haarnadeln. Schleifstein, Salbenfett. Was? Pfeile. Brandpfeile, Morphustacheln sind, glaube ich, für Armbrüste, Flusskiesel sind Köcher für Kugeln. Kriege ich irgendwann ein Gewehr oder wie? Oder ist es ohne Gewehr? Die verkaufe ich. Das braucht doch kein Mensch. Hier die Vogelfedern, die brauche ich noch für den Elfenwald. Also jetzt nicht. Haarnadeln kann ich eigentlich auch verkaufen, oder? Wir haben jetzt ja diesen Meisterschlüssel. Wo sind jetzt die Haarnadeln? Die sind hier. Die kann ich dann auch verkaufen. Schlössermesser kann ich auch verkaufen. Schlösserklacken, Klacken, Knacken ohne Malus. Und der Meisterschlüssel, der ist ja plus 9. Das heißt, das Schlossermesser kann ich auch verkaufen. Brandsalbe, silbernes Emblem, das kommt in die Truhe, das brauchen wir noch. Brandsalbe nehme ich einfach mal mit, wer weiß, wozu man es braucht. Taschentuch, Parfüm, Achmann, Gulmantee, Wolfsfell, ausgebleichte Knochen, Wildschweinzähne, Bärenzähne sind Zutaten. Wie? Gut, Karte, die haben sie natürlich währenddessen nicht bewegt. Sehr schön. Dann reisen wir wieder zurück zum Vogt, beziehungsweise eher zu seinem Jagdmeister. Möge Firun euch... Und hau nochmal ganz kurz den Rest aus dem Inventar weg, den wir nicht brauchen. Hier Fellfetzen, Wildschweinzähne, Wolfsfell, Salbenfett. Das habe ich jetzt nicht in die Truhe getan. Egal. Kann ich auch später machen. Oder ich reise nochmal zurück. Ich kann doch einfach zurücklaufen, dann sind die bestimmt schon da. Ja. Aber jetzt erstmal hier Haarnadeln, Schlössermesser, Taschentuch, Flachmann, Gullmontee, Flusskiesel, Wolfsfell, ausgebleichte Knochen, Wildschweinzähne. Ja. Du hattest nix, genau. Die sind echt... ein Traum, was die Karte angeht. Ich konnte doch irgendwo mal schauen, wie schnell die sich bewegen, oder? Hier? Nee. Ach, keine Ahnung. Bleib es mal hier. Und wenn der Knecht kommt, dann schaue ich mal, was der macht. Der kommt doch schon angerannt. Holt er jetzt eine Axt raus oder was anderes und haut den Baum da weg. Und schlägt den Baum weg. Ist ja ein Schlagbaum. Oder steht da einfach dumm rum und wartet, bis der andere kommt. Er holt eine Axt. Ich kann jetzt nicht. Natürlich. Und der andere? Der braucht wahrscheinlich noch ewig. Der braucht noch lange, dann gehen wir nochmal zu Talaria. Lalala. Und warten und warten und warten. Hauen dieses Salbenfett hier noch rein. Geben Kuano seinen Degen. Ich kann noch keine Menüs oder sowas aufrufen, weil dann die Zeit ja nicht weitergeht anscheinend. Talaria, Steinbrücke.
Dann laufen wir ihm einfach mal entgegen, wie so ein Hund, der immer zwischen Herrchen und Haus hin und her rennt. Vielleicht können wir unterwegs ja noch ein Schwätzchen halten oder so. Wölfe können wir auch noch auseinandernehmen. Es sind einfach mal Wölfe gespawnt, natürlich. Ich sollte hier vielleicht, wenn ich den Zauber benutzen will, auch noch die entsprechende Leiste auswählen. Sehr gut. Und looten. Dass das Menü da manchmal verschwindet, ist ja mir ein Rätsel. Jetzt kann man wieder verkaufen gehen. Ach, welch ein Spaß. Wenn wir sowieso warten müssen, dann gehen wir mal hier ganz nach rechts und erkunden da dieses letzte Fitzelchen an der Karte. Was wir noch nicht erkundet haben. Nicht, dass es da noch in eine geheime Höhle oder so geht. Hier bei dem Wasserfall oder so war das, glaube ich. Einfach, dass wir das auf der Karte, auf der großen abgedeckt haben. Na siehst du, da ist eine alte Kiste. Hab es auch gewusst, dass man da nochmal vorbeikommen soll. Aber leider nichts Interessantes drin. Alter, der Typ, der schlendert doch einfach ganz gemütlich hier lang, oder? Kann er sich nicht mal ein bisschen beeilen? Wahrscheinlich brauchen sie dann auch noch eine Stunde, bis sie den Baum weg haben, oder? Vielleicht sollte ich einfach mal kurz das Gebiet verlassen. Weiß nicht, zum Elfenwald fahren und die anderen Quests abgeben. Um die Erfahrung und das Geld oder was auch immer zu bekommen. Junge, Mama hin, bitte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Das kann gut sein. Hoffentlich wird der Fluss. Aber wahrscheinlich muss ich es wieder jetzt, selber machen. Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Na, oh, das kann sich nur noch um Jahre handeln, wahrscheinlich um Lichtjahre. Hat nicht irgendjemand hier dieses Fulminitus Donnerkeil, Acceleratus Blitzgeschwind oder wie das heißt? Diesen Schnelligkeitszauber. Ja? Nein, natürlich nicht. Dann pflücke ich halt noch ein paar Blümchen. Dann lohnt sich da dieser Einsatz ja wenigstens noch. Wahrscheinlich loben sie mich auch nicht, dass ich die ganzen Orks und Ogre und so weggehauen habe. Oh, konnte ich da nicht gerade noch. War da nicht gerade noch wieder ein Handsymbol, so ein ominöses? Ja. Da kann man noch einen looten. Vielleicht ja noch einen. Interessant, wie die da liegen. Ich würde jetzt ja gerne hier unten links ein kleines Brazzers-Logo einblenden, aber das lasse ich mal. Das merke ich mir eh nicht. Komm schon, Junge. Muss ich dir jetzt Beine machen? Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Kumpel hier. Wobei der mit dem Arbeiten auch nicht AFK schneller ist als du im Laufen. Wahrscheinlich fällt er jetzt runter und ich muss den Baum doch alleine wegmachen. Na komm schon, Opa. Wo ist nur der Baum hin? So, jetzt arbeiten beide zumindest. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommt.
Was sagten eigentlich die... die Quest dazu? Schlagbaum blockiert haben. Lass die Blockade entfernen. Länger dauern, da sollte ich den Knechten dafür einige Stunden Zeit lassen. Reicht es nicht, wenn ich einfach nochmal ganz kurz hier zur Talaria reise und dann nochmal zurück zur Steinbrücke? Na super, ich habe die Stunde umsonst gewartet. Die Jagd auf das Koscher-Wappentier, den Eber, ist Privileg des Adels. Daher ist es eine große Ehre, wenn euch der Vogt hier die Erlaubnis erteilt hat. Vielen Dank. Ich rede schon, was kann ich für euch tun? Ich habe auch im Elfenwald und so die Wildschweine gejagt, die mich angegriffen haben. Also sollten wir das dem Vogt mal lieber nicht erzählen. Wo soll wir reisen? Wo reisen wir hin? Wir reisen zur Insel des Vergessens. Warten ganz kurz, bis wir angekommen sind. Und reisen. Es ist eine Nachricht. Was kann ich für euch tun? Wo soll es hingehen? Wieder zum Jagdrevier. Und hoffen, dass der Schlagbaum jetzt weg ist, aber ich bezweifle es irgendwie. Manchmal reicht so ein Gebietswechsel ja aus, um das zu triggern, aber das sieht gerade... Ah! Doch! Hat ausgereicht, super. Was ist? Dann kann man doch noch eine Weile hier bleiben. Wir nehmen unsere Freunde wieder mit. Benötigst du meine... Nein, ausnahmsweise mal nicht. Wir benötigen die Hilfe von den Knechten. Auch nicht mehr. Könnt ihr euch ja zum Tee treffen. Hättet ihr die Güte, mir kurz euer Ohr zu leihen? Ich habe eine schlechte Nachricht. Natürlich. Was auch so. Eine gute Nachricht wäre ja mal zur Abwechslung. Eine interessante und willkommene Abwechslung. Was gibt es denn? Meine nichtsnutzigen Knechte haben es überraschenderweise tatsächlich fertiggebracht, den Schlagbaum zu beseitigen. Was ist daran eine schlechte Nachricht? Wäre es zu viel verlangt, wenn ihr in dem Gebiet dahinter nach dem Rechten sehen würdet? Ich sehe grundsätzlich nur nach dem Linken. Wenn ihr unbedingt möchtet, könntet ihr euch einer Rotte Wildschweine annehmen. Sie tummeln sich südwestlich von hier, ganz in der Nähe. Bitte stellt sie und bringt mir den Kopf des stärksten Keilers. Das werde ich, damit du diese Trophäe bei dir zu Hause überm Bett aufhängen kannst, oder? Wenn ihr unbedingt möchtet, ja. Meine nichtsnutzigen Knechte haben es überraschender... Gut. Südwestlich? Hier. Dann gehen wir mal lieber zur Talaria und holen Carsten dazu. Ich dachte, der macht gerade irgendeinen Zauberspruch oder so. Und dann suchen wir mal die Keiler. Und Wildschweine. Und dann die Orks und ganz viele tolle andere Dinge. Da vorne sehe ich sie ja schon. Angreifen. Und nochmal. Und nochmal. Kommen wir da hinten auch noch? Ja. Kuano schießt sogar schon. Aber das wird wohl nicht nötig sein. So schnell wie die weg sind. Das war es aber noch nicht, oder? Die haben noch keinen Kopf gefunden. Gehen wir einfach mal weiter. Alle gemeinsam. Vielen Dank. Einsteigen und mit dabei sein. La la la, Wildschwein hier. Wildi Schwein hier. Ich hätte das Gebiet noch nicht ablaufen sollen, weil ich es ja im Zuge der Quest nochmal machen muss. Es war so klar.
Ich hab's doch geahnt. Es war doch noch nicht eine Rotte Wildschweine. Es waren doch erst 2 Stück. Da müssen doch irgendwo noch mehr sein. Also es ist nicht Fluss, sondern Meer. Ach, ich kann die auch noch häuten. Ja, wunderbar. Jagd allerlei. Südwestlich des Jagdgedönses. Ja, jetzt bin ich ja eher südwestlich. Ja, doch. Passt doch. Die einen hatte ich ja eher so im Süden gesehen. Große Waldschröte, die nehmen wir auch noch mit. Jeder Erfahrungspunkt ist willkommen. Alter, Kuano hat so eine hohe Reichweite, den sieht man gar nicht mehr. Und der trifft trotzdem meistens wirklich noch. Das ist unglaublich. Ach, da steht er im Gebüsch. Na gut, kein Wunder, dass man den nicht sieht. Ja, die Käfer haben wir auch entledigt. Nee, haben wir entsorgt. Erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Sachen hier mitnehmen. Wird man ziemlich müde. So spannend, wie das gerade ist. Und ich sehe keine Wildschweine weit und breit. Dabei sind die doch immer so breit gebaut. Und auch so breit, weil sie immer Gras zu sich nehmen. Jetzt bin ich ja wieder beim Jagdsitz. Kein Wunder, da sind ja keine. Ich halte Ausschau. Es ist nur ein röhrender Hirsch. Aber keine Wildschweine. Keine Wildschweine zu sehen. Aber das können ja noch nicht alle gewesen sein, oder? Knatter, Knatter, irgendwelche Spechte oder so sind ja auch noch am Werk. Weißt du was, du? Gehst mal auf das Wildschwein. Es sind aber viele auf einmal. Die haben aber auch ganz schön gutes Leben und du hast eine Wunde. Ist aber nicht schön. Musst du dich gleich mal heilen. Sobald du kannst. Jetzt zum Beispiel. Hat's funktioniert? Hat funktioniert. Super. Prima! Wunderbar! Sind das Spechte oder was für Geräusche sind das? Ich kenne mich mit so Vogelgeräuschen nicht so sonderlich aus. Reicht es an Wildschweinen? Nein. Ah, Wildschweine. Wildschweine, Wildschweine, Wildschweine. Wir können doch nicht so weit sein. So weit weg meine ich damit. Na also. Das sind. Alter, das sind aber viele. Okay. Kuano.
Nein, ich meine... Ja, die kannst du ruhig weiter benutzen. Hier, Kuanos Degen. Ja! Vielleicht sollte ich dann... Deine Waffenfähigkeiten hier gezielter Stich. Was kannst du denn mit Fechtwaffen machen? Die beiden. Finte, gezielter Stich, nee. Hier, 8. Haha! Dass du dich wenigstens zur Wehr setzen kannst. Alles klar. Ja. Bei Angriff! Die Wildschweine sind ja zwar nicht sonderlich stark, aber sie machen trotzdem Wunden. Ja. Und da die zahlenmäßig uns überlegen sind. Könnten sie trotzdem gefährlich werden. Wie? Aber es ist gut, wenn alle viele Vorgrim angreifen, dann kann er nämlich hier mit seinem Rundumschlag noch ganz gut Schaden machen. Die Wunden sind weg, sehr gut. Dann greift er weiter an. Yes. Wollte ich Kuano gerade wieder zurückstellen und den Bogen geben, aber da ist er schon in den Nahkampf gegangen. Und hat es... Alter, die haben den Magier umgehauen. Hat das Wildschwein die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Komm schon! Wie? Alles klar. Ja. Mit Vorgrim wieder alles alleine regeln hier. Mann. Jagdtrophäe Wildschwein erhalten. Gut. Dann brauchst du Ruhe, Körper, Ruhe, Geist. Bitte? Jakon kann die Wunden heilen. Balsam Salabun. Und du kannst die Tiere häuten. Und ich loote den Rest jetzt einfach mal offscreen. Beziehungsweise jetzt ganz eben kurz weiter. Und verabschiede mich schon mal für diese Folge. In der nächsten geben wir die Jagdtrophäe ab und anscheinend können wir dann auch auf das Gebiet jenseits des Schlagbaumes. Wahrscheinlich dauert meine Abmoderation noch länger, als die ganzen Wildschweine hier zu pflücken. Na, ist auch egal. Ich beende die Folge. Wünsche euch eine gute Nacht. Und was in der nächsten Folge passiert, das könnt ihr euch denken. Beziehungsweise was so grob passiert. Also wir gehen da hin und schauen, was dann passiert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.